was ich jetzt. So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Heute wahrscheinlich das Ende, würde ich mal behaupten. Wir haben ja gestern doch schon einiges geschafft. Bin gespannt, wie viel noch kommt. Wir sind noch in der scheiß Fabrik, ne? Richtig. Also da würde ich heute wirklich gerne rauskommen. Aber da sind noch ein paar Stockwerke, die es zu bestreiten gilt. So, Moment, jetzt muss ich erstmal mich orientieren. Also, gestern haben wir was gemacht. Die ganze Etage hier, guck mal, da ist auch noch echt einiges. Renkern tatsächlich. Heisenbergs Unterkunft. Okay, da müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal hin, schätze ich mal. Hier unten ist auch noch viel, wo nicht komplett gelootet ist, aber ist mir scheißegal, ich gehe da auch nicht zurück. Der Weg ist nach oben vorgegeben. Wo bin ich denn hergekommen? Von da, okay. Genau, ich habe den Fahrstuhl hochgeholt. Der sitzt ja da drinnen. Eine Karte zum Mitnehmen? Nein. B3, Manufaktur. Achso, die wollten noch mal gucken. Ist die vielleicht ein bisschen heller Stelle? Ne, maximale Helligkeit ist okay. Machen wir das ein bisschen heller hier. Aber ich glaube, das soll wirklich auch alles so dunkel sein. Übrigens soll ein Bildschirm ein bisschen... Ah, obwohl, das ist schon besser tatsächlich. Ein Bildschirm mit dem Softboxen halt ein bisschen schwer zu erkennen. Fernseher wäre es besser. Oh Mann, ich will einfach nur raus hier, ehrlich gesagt. Obwohl es schon nice aussieht. Also das hier ist total abgedreht, wenn ich mal überlege, wie krass einer davon ist, die ja massenweise wirklich produziert werden. Wie auch immer das geht. Wo haben die ganzen Menschen her? Die fahren bestimmt alle nur im Kreis. Das soll nur so eine Show sein für mich hier. Miranda thinks we're nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I don't give a shit about your family drama. Oh, 4 Schuss noch? Oh, das war's schon. Auch ein bisschen Material. Okay, ich habe auch viel verballert, glaube ich, in letzter Zeit hier. Weil echt viele von den Viechern gekommen sind. Oh, vielleicht soll ich das mal machen. Sebastian hat noch gesagt, man kann den Gegner in die Beine schießen und die dann halt messern. Keine Ahnung, warum ich darauf noch nicht gekommen bin. Das wäre wahrscheinlich auch wieder zu einfach für mich. So weit zu denken. So, warte mal. Das könnte ich aber tatsächlich mal probieren. 1, 2... Ah, wie viele Schüsse braucht man da? Habe ich das Messer noch? Nein. Nicht auf der Schnellwahl gerade. Okay.
Naja, ich werde erstmal so weitermachen. Ich muss eigentlich nur da rein. Ich mal ein bisschen mit. Wow! Hey, da war noch einer hinter mir scheinbar. Los. Mitnehmen! Mitnehmen! Hier lag auch noch was. Okay. Und weg. Alles mitgenommen? Nee. Ah, gut. Das ist halt doch echt was für eine Mine. Von Resident Evil 7. Ui. Oh. Hold on. Hold on. Robben. Ich wollte immer mein Inventar aufräumen, aber irgendwie ist mir hier egal. Nein! Oh, okay. Vergesst mal, dass der Weg ist wie so ein Mädchen wirft. Ach shit, das ist ja alles nur Gerümpel. Gut. Bin auf jeden Fall reich. Jetzt habe ich eigentlich keine Munition gekauft bei dem Typi. Das wäre mal schlau gewesen. Was fallen da denn für Reste runter? Ich kann gut schießen. Warte mal. Tatsächlich. Okay. Aber willst du nicht kaputt machen? Lass mal kurz gucken. Nee. Hä, komme ich von hier? Ja, okay. Direkt den einzigen wie wieder genommen, der ich gekommen bin. Rüber. Ich muss jetzt wissen, warum ich das kaputt machen soll. Oh fuck. Nein! Wer ist er denn? Jetzt kann er auch noch fliegen oder was? Ach du Scheiße. Jo! Bro! Zwei von der Sorte. Jetzt wird es langsam echt lächerlich. Die sind so scheiße zu besiegen, weil die immer ihren Kern zuhalten. Warte mal, was kostet mich dieses... Oh, zwei, ein Kraut ist schon ganz schön viel. Nein, 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 geh weg, geh weg, weg! Boah. Ja, natürlich, Alter, ich treff nicht. Aber er trifft mich, natürlich. Das wollte ich nicht.
Ach, jetzt hat er nicht nachgeladen. Geh kaputt, ey. Mein Gott, sind die Viecher ätzend, ey. Mit dem Sniper geht's tatsächlich, aber wirklich nur auf Entfernung. Hier drinnen keine Chance. Wenn ich da nicht den langen Gang gehabt hätte und ich hätte trotzdem übelst viel Stuff verbraucht und Leben verloren. Warum mache ich das? Ah ja, guck mal hier, um da rauf zu kommen. Alles klar. Beauty. Da kommt bestimmt noch einer gleich. Das wäre nicht der letzte gewesen sein. Okay, warte mal, wie viele Dinger? Achso. Aber das in der Mitte können wir auf jeden Fall kaputt machen. Hier. Also ich könnte mal langsam wieder ein Munitionslager plündern. Aber ich habe echt gar nichts mehr. Ob ich hier irgendwo runter, wo ich noch nicht war? Ne, es ist einfach der Weg unter mir mit der Treppe, okay. Geld, was soll ich denn mit Geld? Ich habe genug Geld. Mir lieber was zum Ballern. Oh Gott, hoffentlich geht das nicht wieder an. Okay. Hallo? Hier wird doch gleich ein... Hier wird doch gleich ein Kampf stattfinden. Ich habe halt nichts mehr, ne? Aber wenn das nicht... eine Fight Arena ist... oder später. Okay, wahrscheinlich später. Ja, der Soldat-Jet. Soldat-Jet? Soll ich Jet-Soldat heißen? Aber ein Jet ist angemacht, Experiment zeigen, eingeschränkte Flugfähigkeit, Langstreckenflüge, nicht mit Langstreckenflüge. Soldat-Panzer. Um Brustreaktor und Freilingsgewebe zu schützen. Das ist ja regulär Feuer, Standard, Panzerung zu schwach und gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung. Ja, genau, Alter. Übertreibt doch. Also, jetzt haben wir gleich noch einen Panzer, der irgendwo hier ankommt. Ist oben weiter? Wahrscheinlich, ne? Lassen wir mal hier rein. Die Kugel guckt ja. Okay, bisschen Muni. So, das war's. Das war's. Wow, 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 wow. Ich wollte nur gucken. Oh Gott, ey. Das ist eine Todesfalle. Stimmt, der eine ist ja auch noch unterwegs hier. Der Dude mit dem Propeller hinten dran. Ist das der ultimative Soldat? Wahrscheinlich. Der hat dann wahrscheinlich alle Upgrades. Panzer. Und ein Propeller hinten dran.
Für Langstreckenflüge, versteht sich. So, ich werde noch keine Munition craften. Aber je nachdem, was ich brauche. Werde ich das on the fly machen, das geht ja Gott sei Dank instant. Denn wer weiß, wenn viele von den Kleinen da kommen, brauche ich eher Pistolenmunition. Oh, da geht's da lang? Ne, hier. Ne, da. Noch was? Ist auch eine Leiter, oder? Moment. Okay, ich kann nicht weiter. Schade. Geht's wahrscheinlich runter dann nochmal. I'd like to see you try. Warum habe ich jetzt eigentlich, wenn doch die ganzen Teile meiner Tochter in diesen Flakons drin sind, warum habe ich die alle in diese Statue reingepackt? Macht das überhaupt Sinn? Also in diese komische Vorrichtung da. Die habe ich ja jetzt nicht mehr im Prinzip. Der Dicke sagte ja, angeblich könnte ich sie damit wiederholen. Na gut. There's more? Ja, so langsam reicht's mir hier auch. Oh, Gott sei Dank, der Fahrstuhl. Gut. Ach, guck mal. Da brauche ich hier den Schlüssel. Habe ich auch noch nicht. Gut. Bedeutet. Kann es sein, dass ich den Schlüssel craften kann jetzt? Ich craften kann, also halt. Mit der Vorlage. Wir fahren jetzt einmal runter. Seeking something in particular. 80.000. Achso, warte mal, ich habe ja mega viele Schätze gefunden. So, wertvoll. Kombinierbar, 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 kombinierbar. Okay. Kaufen wir das. 52.000. Okay, echt noch mehr Kohle. Aber ob das was für diesen Run ist oder ob das vielleicht für nächste Runde dann schon ist. Weil hier, Alter, guck mal das. 100.000. Leuchtpunktvisier. Erhöht Feuerkraft. Erhöht die Feuerkraft nur durch das Visier. Interessant. So, jetzt muss ich gucken. Wie viel hab ich jetzt gekauft? 30 Schuss, ne? Davon auch noch mal ein bisschen. Oh, 15.000 ist aber schon teuer. An interesting selection. Gut, aber ich glaube, das muss mal langsam sein. Till next we meet. Soll ich das Laserding kaufen? Oh, yes.
kann ja nochmal upgraden. Hunderttausend habe ich. Das Ding ist einfach echt, ich weiß ja nicht, wie weit das Spiel noch geht und ob ich mir das jetzt hole. Warum ist das außerdem eine Shotgun? Sieht aus wie ein MG oder so. Aber die hat Feuerkraft 1160. Meine jetzige Starke hat 960. Und das ist schon mit Upgrades. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein bisschen spiele, und ich meine, das sind jetzt 70.000, die mir noch fehlen. Das ist nicht so viel. Ich glaube, ich warte. Thank you for your patronage. Gut, also, wir fahren runter. In welche Etage? Ich glaube, ganz runter, ne? Ich fahre mal ganz runter. Nein, nicht. Etage. So, waren wir hier richtig? Warte, wo ging es hin? Ich muss in die... Hier muss ich in die Gießerei. So eine Zwischen... Hä, ist das ein Zwischending hier? Shit, wie kann man da denn am schnellsten hin? Hier lang, ne? So, so. Okay, ich glaube, ich muss eins hoch. Dieses Terminal, ne? Okay, und dann da lang. Das ist nicht der schnellste Weg. Ich war letztes Mal viel schneller. Geht's hier überhaupt weiter? Hier geht's gar nicht weiter, ne? Doch, hier habe ich... Warte mal, hier habe ich letztes Mal diesen komischen Typen besiegt. Warum? Irgendwie muss ich hier hingekommen sein. Nein! Hä? Der ist hinter mir. Mann, ey, dieses Level, ne? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Bin noch mehr jetzt wieder von denen? Wo muss ich raus? Mann, das ist überhaupt nicht da, wo ich hin wollte. Diese Karte bringt mich gar nicht weiter gerade. Shit. Ja, weißt du was? Ganz ehrlich. Bis ich da wieder rausgefunden habe. So.
Moment. Ich hab doch gespeichert eben. Okay, ich bin ganz unten. So. Haben wir hier noch einen Weg? Nein. Warum kann ich da rein und warum war ich da noch nie gefühlt? Ich gehe mal da lang. Warte mal, jetzt bin ich doch wieder hier. Tatsächlich. Ah, die Karte ist echt super strange. Weil diese Tür, guck mal, das sieht so aus, als wenn die Räume verbunden sind. Ist es aber gar nicht. Das geht nämlich hier hin dann. Oh Mann, das ist aber weird. Wie war denn das nochmal? Das war eigentlich viel einfacher, da hinzukommen. Guck mal, hier muss ich hin. Warte mal, das ist UG4M, UG4... Ich bin jetzt hier. Doch, guck mal, ich muss... Doch, das ist richtig hier. Warte mal, ich muss hier lang. Da muss ich hin, wo er steht. Ich töte jetzt nicht mehr. So, hier muss ich nämlich hin. Dann... Ah? Da, da ist die Gießerei. Ernsthaft? Wie fies ist das denn, ey? Die sind so ätzend, die Typen. Okay, die halten aber nicht so viel aus. Immerhin. Mein Gott. Gut. Dann können wir jetzt zwei Dinger machen, ne? Schlüssel pro Kille. Hör hier wieder ein, oder? Ah ne, das ist das Ding hier. Das hört sich an wie so ein entfernter Bohrer. Und eine Kugel. Ist die Kugel für das Labyrinth vielleicht sogar? Ach, guck mal, Heisenberg-Schlüssel. Das habe ich mir doch gedacht. Und dann machen wir das andere auch noch. Ja, okay. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Das heißt, wir können einmal hier rein. Das ist schon mal gut. War das hier? Ja. Also hier, es tut mir leid, aber hier muss ich echt oft auf die Karte gucken. Weil es einfach so verwirrend ist. Das kann selbst ich mir nicht merken. Und ich kann mich eigentlich schon ganz gut orientieren ohne Karte. Und andererseits ist mein Bild weg. Ganz schwer, das wäre ein Gegner. Aber irgendeinen höre ich ja auch. Das ist doch mal eine Tür. Oh. Oh. Ach, oder ist es zu übertrieben? Ich hab ein paar Schuss. Obwohl, es sind vier, ne? Ich habe hier eine Rohrbombe. Halt tot. Ah, tot. So, Schießpulver. Was sind die Reste? Reste. Was ist nur eine Lootkammer hier? Ah, hier, guck mal. Ein dicker Koffer in der Mitte. Oh. Mechanisches Teil. Ist das das zum Kombinieren? Oder war das was?
Nee, tatsächlich, ist zum Kombinieren. Ist das ein Hammer oder was? Interessant. Heisenbergs Hammer. Der ist bestimmt viel wert. Aus tonnenschweren Maschinenteilen. Die schleppe ich einfach so mit mir rum. Nebenbei. Okay, war das alles? Der Raum ist clear. Oh, warte mal. Wir waren noch nicht im Operationssaal. Was brauchen wir denn da? Alter. Guck mal. Dann Zwischengang. Hier. Ich würde da gerne mal gucken. Wer war da hoch jetzt lang? Ach, da hinten rum. Oh, da liegt schon wieder einer. Ah, Mann, wenn die immer hier hängen auch, ne? Das ist doch ätzend. Okay. Was ist los heute? Mein Bild geht zwischendurch mal weg. Oh, bitte bleibt alle liegen. Ah, irgendeiner wird eh aufstehen davon, sobald ich hier durch bin. Oder so! Ja, 1000 kommt wieder. Na jetzt. Warte. Shit. Komm, zeig mir dein Herz. Keine Treppen oder was? Hä? Wo ist der? Hä? Okay, der ist wieder ganz da hinten. Warum das denn? Ein bisschen strange, dass er jetzt so weit hinten war. Ist bestimmt zurückgesetzt worden. Oho. Medical log. Revitalization surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the Stable Boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Okay, komm mal. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. Seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brain stem using 6600 volts. Come on. Da müssen wir erstmal in Frankenstein. Yes. Yes. Wonderful. My creation. At last. I'll get that bitch yet. Ending recording. Oh Mann. Ach, guck mal, gut. Dann haben wir jetzt hier noch ein Upgrade. Nein. Ach doch, Teil ausrüsten. Sehr gut. Shit.
stimmt, die Magnum könnte ich eigentlich... Jawohl, die brauche ich eigentlich wirklich nur in Ausnahmefällen. Dann kann ich sie sogar aus dem Inventar nehmen. So, wir gehen hier wieder zurück. Ist hier nicht noch einer rumgelaufen? Ich habe einen angeballert, ne? Um an dem vorbeizukommen. Jo, der Panzerdude. Nein, nein, nein. Moment. Wie komme ich anders hier weg? Den mache ich mit Sicherheit nicht. Munition nicht verbrauchen. Aber ich habe eine Kiste gerade gesehen. Kann ich an dem irgendwie vorbeikommen? Kann er hier rein? Das wäre geil. Hier drin könnte ich hier locker umlaufen. Na gut. Na komm. Wow, ich wollte gerade sagen, gut, dass der so langsam ist. Aber er kann auch schneller, wenn er will. Bin ich hier richtig? Ich darf mich nicht verlaufen. Ja. Bin ich? Hier richtig? Ja, doch, 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 doch. Gott, dieses Level, ey. Echt nicht mein liebster Abschnitt. Wo ist weiter? Ach, come on! Hauptsache der andere kommt jetzt nicht. Beide kommen, habe ich ein Problem. Oh. Ich hab nichts zum Heilen, ne? Shit. Hey, hallo, hallo, hallo? Oh, da. Oh Gott. Wo ging's weiter? Fuck, ich verlauf mich hier immer. Gut, dass ich hier nie wieder hin muss. Und dass mein Bild vielleicht mal hier bleibt, wäre geil. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Auf in den Safe Room. Wir fahren direkt eine Etage hoch. Bin ich von woanders tatsächlich gekommen? Interessant. Komm, 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 wir fahren direkt eins runter. Finde ich, dass der hinterher kommt, ey. Okay, guck mal, krass. Da bin ich jetzt anders gelaufen, scheinbar. Hier rein? Ja, stimmt, ich bin den Weg gegangen. Ah, gut, egal. Ich könnte kürzens gucken. Da war das Kugellabyrinth. Wo ist die Tür? Hier. Mein Gott. Das kann ich doch gerade mal nebenbei machen. Bisschen entspannen. Guck mal, eine Eisenbahn. Nein. Oh, jetzt muss man ein bisschen mit der Kamera hier spielen. Hä? Warum ist das jetzt daneben gefallen? So. Okay, warte, warte, warte. Warum? Okay. Oh, oh. Ne, warte, soll ich da runter? Ist schon richtig, ne? Ja, okay.
War ja easy. So, dick Kohle. Was haben wir denn jetzt? So, erstmal speichern hier. Die Scheiße nicht normal machen muss. Immer noch nichts für eigentlich. Da fehlt mir auch noch was für. Der Hammer. Bernsteinschädel. Das war's. Aber das reicht, um die Waffe zu kaufen. Oh my, it won't fit in your bag. Gut. Die können wir dann echt mal auch verticken. Warte mal, kann ich die da? Ah, guck mal, kann ich direkt verkaufen. Nein. So, und die andere Pistole. Auch verkaufen. Nutze ich eh nicht mehr. Gut. Dann würde ich sagen, bestätigen. Oh, excellent choice. Denk auch. Ist das für die neue SYG-12? Ach, guck mal, die kann ich sogar wieder kaufen. Wie geil ist das denn? Ah, das ist aber nice. SYG-12. Soll ich das Ding gleich dazu kaufen? 42.000. Feuerrate und Feuerkraft. Das ist eigentlich. Yes, I can see. Eigentlich ein No-Brainer, oder? See why you'd be interested in that. Securing goods is more important. Okay, warte mal. Ich werde mal ganz kurz mein Inventar aufräumen. Müsste eigentlich auch mal. Pass mal auf. Stimmt, ich habe ja auch mehr Slots wieder. So. Also. Erstmal. Pistole kommt nach oben. Ich habe ja die auch noch. Oh, da ist noch Munition drin. Die kann ich dann aber auch verticken. So, Pistolenmunition. Hier hin. So, Magnumuni dahin. Fleisch kommt erstmal an seine Seite. Shotgun Muni. Was passiert? Oh Gott. Saufleisch? Ja, Geflügel. Gut. Den können wir drehen. So, der kriegt da seine Dingens hin. Hier können wir Heilzeug reinlegen dann. Das ist die Magnum-Muni. Kommt dahin. Dafür habe ich keine. Nein. So, Fleisch. So, das sieht doch ordentlicher aus, oder? Die kann dann weg, wenn sie leer ist. Das gibt mir natürlich ganz schön viel Platz wieder. Das ist doch gut. So gefällt mir das. Alright, dann. Warum verreckt denn der andauernd, der Typ? Gehen wir eigentlich nach ganz oben? Genau, da brauche ich seinen Schlüssel. Warum auch mal das nicht eingezeichnet ist.
Ich schätze mal, hier wird's enden. Okay. Also ab nach oben. Ich will ja endlich raus aus der Bude. Wie ihn das gar nicht interessiert hier alles. Er sitzt ja einfach, liest sein Buch. Bossfight. Sturm. Habe billige Propellerturbinen verbaut. Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stirbt vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nicht zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertig gebracht, sich am Propeller seinen eigenen Arm abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Auf ganze Linie ein Misserfolg. Okay. Er hat keine Arme? Und er überhitzt, wenn ich ihn lange sozusagen kite oder entkomme. Gut zu wissen. Ich finde es schön, dass er mir immer alles aufschreibt, was ich machen muss. Mine nehmen wir noch mit. Da müssen nach Labyrinth aus, das nächste Gebiet. So, Moment. Erstmal durchladen hier. Was ist das? Das ist ein Blendgeschoss. Das brauche ich nicht. Also erstmal nicht. So, Feuergeschoss. Pistole kann ich hier eigentlich auch erstmal wegstecken. Schön die Magnum rein. Und ich würde auch mal sagen, kann ich eigentlich die Munition da irgendwie rauskriegen? Ich möchte mich eigentlich die gerne nehmen, die ist natürlich stärker. Wir probieren es erstmal so. Nein! Was passiert? Gott, der macht die ganzen Wände ja kaputt. Wow. Ah. Okay, geil. Ach nee, muss das nochmal einsammeln hier? Oh Mann. Moment. Weil ich das nochmal machen muss. Habe ich da das mitgenommen? Ja. If it's just looking, window shop away. I see. Anything else? Till next we meet. So. Zweimal Heilung. Ich glaube, einkaufen von der Heilung ist günstiger oder besser als craften tatsächlich mittlerweile für mich, weil die kosten ja echt gar nichts. Und ein paar hat er ja noch. So, nehmen wir eine Mine. Hab ich schon. Ballern wir hier einfach mal hin. Nein, 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 nein! Oh.
Jetzt habe ich jetzt ein bisschen Platz hier. Aber rennt ja schon. Wow. Kann ich irgendwie weitergehen? Denn jetzt? Alter! Was ein Gegner, ey. Was ein dummes Arschloch. Oh. Das ist eine Mine. Die nehmen wir. Nein, 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 nicht stimmen. Komm, komm, komm. Oh, mein Bild geht immer weg. Warum? Schon wieder Feuer. Kann bald nirgendwo mal langlaufen, ey. Den in VR, ne? Habe ich noch eine Mine? Kann ich noch eine bauen? Was ist das? Ja, er ist kaputt, oder? Now stay down. Oh Gott. Komplexes Herz, Alter. Mein Gott, was ein Gegner, ey. Hui. Dachte schon, meine Hände gehen wieder drauf. Liegt da noch irgendwas? Stimmt die Pistolenmunition oder so? Die ich verschmäht habe. Scharfschützenmuni. Noch besser. Pistolenmuni. Alright. Gut, dann kommen die wieder auf den Schnellzugriff. Oh, ich habe den Granatwerfer nicht mehr durchgeladen. So, wie schaut's denn aus? Können wir hier mal langsam raus? Zigarre. Dank des Megamyzeten kann sie jede Gestalt annehmen. Okay.
Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Das stimmt, er kann sich seine Hand wieder ankleben. Irgendwas hat er doch auch in sich, oder? Irgendein Virus oder irgendwas. Hier. Irgendwas. Moment. Ich hab doch eine Ziege gehört eben. Ja, mein Gott. Gut, gut. ...125 Schuss. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was nach dem Boss am Start. Spannend, was hier jetzt noch kommt. Ich muss ja immer noch ihn besiegen. Den Heisenberg. War nicht vorbei. Ist auch noch irgendwo was zu holen? Was? Gute Idee. Gute Idee. Pause. Alle machen Pause. Die Klingel zur Mittagspause. Bin ich etwa draußen? Nein. Komm mal, wirklich? Sieht ein bisschen so aus, oder? Ich sehe Tageslicht, glaube ich. Yes, Gott sei Dank. Also. Bevor wir gehen. Oh. Trecker, ich dachte gerade schon. Hier ist noch eine Tür. So, von da komme ich. Nee, da. Not bad, not bad, Anders. You're persistent, but I've got a rebellion. So stay out of my way. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt bin ich noch weiter unten als vorher schon. Oh Mann. Okay, das wird ein spannender Kampf gegen den. In the way. What do you care, Chris?
You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. Aha. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Ach. Hand me that wrench. Okay, ich krieg keine Antwort. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Diese Kettensäge da vorne dran, ey. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Kleiner. All right, Ethan. Then you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. You can't turn back now. Moment, hat er gerade gesagt, ich soll dieses Gerät hier nehmen? Okay, vielleicht auch nicht. Ja, okay, das macht dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Ich weiß zwar noch nicht, wie er seine Tochter wieder kriegen will, wenn sie in den kleinen Containern drin ist, aber das ist noch eine andere Sache. Wir suchen nach, ja, kann man was mit der Organisation. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über das Experiment. Lances. Okay, also sie kann sich verwandeln. Also wenn ich gerechnet habe, muss ich ihren Tod später im Transport hat sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Ah, das heißt also, ich war mit in dem Transporter, der dann gecrashed ist, sozusagen. Daher stoße ich Zeug, ein Kampf gegen Heisen wäre es wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Okay. Das fahre ich doch mit dem Ding. Das sieht auch einfach zu krank aus, ey. Eine Gatling, Raketenwerfer, eine Kettensäge. Ist noch ein Flammenwerfer oder so? Ah, ist bestimmt auch noch irgendwo. Hab ich alles hier? Ja. Soll ich das jetzt mitnehmen oder wie? Da ist ein Knopf. Hier. Ja, ich fahr echt damit, ey. Okay. Stay under the radar. Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. Okay, was? Blocken?
Okay, Maschinengewehr. L2 ist Geschütz. Alles unendlich, geil. Also blocken, zielen, schießen und normal schießen. R1 macht gar nichts, gut. Oh Mann, ey. Deswegen auch das große Areal hier draußen. You're like a goddamn cockroach. Oh. You think you can take me on? Wachpunkte, irgendwas? This will be my warm-up before I kill that bitch. Let's say this. Man, a man. Your corpse will be another addition to my army. Let's run off, Ethan. So this is the path of all of your more, give me more. Try hard. Show me what you got. Oh, don't give up. Hey. Ah, I will. Too bad I'm your only fan. Coward, in the face of my steel glory. Ey, das ist so krank. Das ist so geil, ey. Oh, was jetzt? Oh mein Gott. Was? Here we go, Ethan. The final stretch. Well, what do you think? Achso, ich dachte, ja. There's hopeless, right? Just give up. Flesh and blood will never win against me. This is David and Goliath. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. It's Ethan. Hinten? Tot? Nein, das ist nicht. So long, Ethan Winters! You really should have taken my deal. You'll be frozen in afterlife. Steige ich wieder das Ding ein? Na klar. Right after I murder the Ram. Feuer, Feuer! This can't be oh my God. I must kill her. Oh mein Gott. Ey, Maxon. Viel verpasst. Ja, ich bin raus aus der Dingens. Das war gerade der Bossfall gegen Heisenberg. Oh mein Gott, ist das bescheuert, ey. Ist das geil.
Oh Mann. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? Onyx. I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over the mall? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be safe. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. Hat sie mir mein Herz rausgerissen? Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long, but dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Und hat die Herzwunde nicht desinfiziert. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you.
before BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Okay. 2-3 Fragen. Was ist BSAA? Wer ist das? Muss man die kennen? Wer sind die anderen? Sind das Bekannte? Also, die jetzt hier mitlaufen, wenn die sich kennen? Kennt man die von früher? What the fuck? Ich glaube nicht, dass er tot ist, by the way. Weil wenn ich schon höre, dass er gesagt hat, vielleicht hat sie ihn infiziert. Das würde auch vielleicht ein bisschen erklären, warum er sich eine Hand ankleben kann. Und dass er auf jeden Fall noch lebt. That's my guess. Oh, das Dorf brennt wieder. Alter Schwede. Hey, Alpha. Look at this. Yes, hey, hey. They've gone too far. Christ. Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone wants to hostile cool. Bioweapons. Finde ich cool gemacht. Ist auf jeden Fall ein schöner Twist noch. Main contact with a group of hostile bioweapons. There's nothing we can do about it. Watch out. Jetzt habe ich natürlich. Na gut, ich sag mal nichts. Die Waffe ist ganz schön stark, ich brauche gar nicht so viel Schuss abgeben. Das ist ja richtig stark. So, was habe ich denn noch? Granate, Pistole und was ist das? Aha! Airstrike oder so. Scorestreak. So, wir sind bei Luisa am Haus. Hier sind die schönen Felder. That's probably where Miranda is. Let's go. Ja. Kann ich da durch einfach? Ich weiß nicht, ich glaube einfach mal. Das ist aber geil, ey. Wow. Überleg mal, wie viel ich für die brauchte, ne? Die zu töten. Und er macht die hier mit noch nicht mal 2 Magazinen platt. Wahnsinn. Hey Boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies on one of the houses, Captain. Help yourself. So. Oh, Nacht. Alter, wie geil ist das denn bitte? Richtig gut. Umberize, I need some backup. Alter, was ist los? Ich verliere jetzt andauernd das Bild hier gerade. Im Stream aber nicht, ne? Oh. Wow.
Der Chris geht hier durch, schau mal. Das ist geil, ey. Das ist echt geil gemacht. Wie viel da kommen, ey. Mein Gott. Der Ziel hier. Jetzt aber auch mal Mut hier. Marking the target. Roger that, boss. Ach, das ist da, wo ich das Ding gedroppt habe. Alright. Reloading now. Just a minute. It's a swarm headed that way. Okay, warte, hinter mir sind noch welche. Ah, ne, okay. Tja. Okay, Captain. Wait for you. Oh Mann, kann ich zurück? Schieß doch! Oh, er hat dich nachgenommen! Lass mich mal raus hier aus der Ecke, bitte. Alter, ist das übertrieben, ey. Ja, ja, ich. Just point the laser. Junge, guck dich mal um hier. Aber jetzt. Takes a minute to target the point. Try and keep the laser on it as long as you can. Meine Fresse. Achso, da runter, oder was? I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Da hat schon jemand extra Loot für mich gedroppt. Was? Sign of the genome editing we saw in the E-Series. The stuff originated here. Okay, ich hab nur verstanden, er will das irgendwie, er vergleicht das mit den Sachen von den Bakers. Aber das Zeug stammt wohl von hier. Warum das Umbrella-Logo aber? Ja.
Scheiß sieht, ha? Ist der Typi wieder? Lobo! Oh! I'm gonna need backup! Boss! You're on the ground! There's an opening in the roof! Use it! Okay, I'm moving out. Until I get there. Was soll ich denn da machen? Hat der ein Inventar, alter Schwede. Was ist denn das alles hier? Arzneispritze. Der kommt aber wirklich ausgerüstet daher. Eigentlich? Warte mal. Das. Ein paar Granaten noch. Ich brauche eh nicht schießen, oder? Runden sind drei oder was? Damn. Zerplatze! Alter, wie oft. Mach ich irgendwas falsch? Weiß ich nicht, oder? Mach ich irgendwas falsch? Okay, irgendwas. Es muss irgendwas anderes sein. Soll ich die Dinger hier kaputt schießen? Wahrscheinlich schon. Das Gelumpe hier mit Sicherheit. Hammer?
Okay, aber er verändert sich gerade. Ich glaube, er ist tot. Okay. War ein bisschen weird. Vielleicht haben sie erwartet, dass ich noch die ganze Zeit auf ihn draufballere zusätzlich. Aber warum? War nicht so spannend, der Kampf tatsächlich. Da gab es schon spannendere Kämpfe. Das ist die Frage. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. I found it. It's the Megamycete. Gott. Riesiges, ekelhaftes Herz. Oh, Geschleime. Lebt der Dicke noch? Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. So, you should have told him. Zeit wäre genug gewesen, um mir das kurz zu erklären. Also es war jetzt wirklich nicht ein kompliziertes Ding. Und hat er jetzt den einzigen Auslöser, um das Ding hier in die Luft zu jagen? Ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich hat er es. This must be Miranda's lab. Diese komischen Viecher. So they're using this to control the bioweapons. Okay, jetzt geht's zu jedem nochmal. Eine Geschichte. Außerordentlich gut hier zu einem Sitz Elektroorgane wie eins. Okay, kann Magnetfelder machen. Wobei einen Halt aus ruhenden Sekunden kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Rückgangheit muss regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zu führen, um ihre Regeneration. Okay. Also es ist kein richtiger Vampir gewesen. Ich finde es ganz cool, dass es so ein bisschen erklärt wird. Schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Schwimmblase. Okay. Nice. Also sie hat mit denen rumexperimentiert tatsächlich. Das ist ganz cool. Das ist unpersönlich, man kann das Film leider mich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, es irgendwo noch einmal gelingt. Wobei ich nicht raus und was. Moment. An einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Okay. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in dem Dorf zuteil wurde, immer mit ihren alten Forschungsaussetzungen. Infizieren, sofern ich wusste, dass ich in diesem Wissen meine eigene Vision finde, dass Schritte in der menschlichen Emotion will verwirklichen können, dass du sehen, wie die Menschen selbst noch zwei Weltkriege und heute. In vielen Häusern, die wir am Abend führten, wurde mir jedoch groß, dass die Überzeugung von sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Okay. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für diese Experiments, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund meiner.
Eigentlich, ich habe einen Schlüssel zur Lösung gefunden. Spielt das in dem Fall vor Resident Evil sozusagen? Ich kann mich nicht mehr an den fünften erinnern, der hat ja in Afrika gespielt. Weiß nicht, ob es da auch um dieses Virus ging. Oder dass er wieder nach Teil 1 gespielt hat. Aber ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle. Aber es macht keinen Sinn, weil in 7 ging es schon darum, weil Chris ist ja auch da, ist ja Quatsch, was ich gerade sage. Wieso auch wieder Umbrella? Okay, das ist irgendwie ein bisschen weird. Here. No way. Oder warte mal, Quatsch, der Brief kann ja von vor 1000 Jahren sein. Steht da was dabei? Hm. Ich gehe mal davon aus, dass es uralt ist. Kann das sein? Fragen wir Fragen. Und tief drin in der Lore bin ich auch nicht von Resident Evil. Aber ja, okay, es hat auf jeden Fall ein bisschen... eine Connection wieder zu den anderen Spielen. Soul Miranda. Ach, guck an. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... you don't understand how special he is. Uh-huh. Dun, dun, dun. Oh, er lebt noch. Auch ohne Herz geht's weiter. Hauptsache, es ist desinfiziert. Auf jeden Fall hat er alle Finger wieder. Was geht denn da? Shit, my body. Evelyn, okay. How are you here? You're dead.
dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Okay, this is geil. Remember. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose. Mia. I... daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. Okay, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Oh, der Dicke hat mich gerettet. Der Duke. At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Hat er seine Finger wieder? Zeig die andere Hand. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Zeig die andere Hand. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters. Ah, die Finger sind noch ab. I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be.
gotta go. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was meinst du, ist blöd, dass man nicht sterben kann? Also jetzt storymäßig meinst du, oder was? Aber das ist geil, das ist eine richtig coole Idee. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber es erklärt halt einiges und macht das Spiel nicht mehr ganz so absurd, wenn man das so sagen kann. Und ich wollte doch noch so viele Schätze finden. Aber warum kann die zwei Finger nicht regenerieren? Das macht ja dann auch keinen Spaß, oder? My beautiful daughter. To me. Now! You will see. Once I kill you properly, get her now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose is mine! What the fuck? Okay, das ist schon wieder richtig übertrieben. Einmal drauf erstmal. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamice. Now, please do not worry for little Rose. I assure you, I'll provide her with true happiness. So now, die sieht aber richtig cool aus. Wow. You understand the love of a parent, child. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? I shall put you to rest. Oh. This is... Nein, nein! Nein, 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 lass die anderen durch. Ach, oh, warte. Das bewahre ich mir noch auf. Ja, der Kommentar ist gut. Warte mal. Hab ich noch was hier? Okay, warte mal, ich kann mal die Magnum auspacken. Bitte brauche ich hier nicht mehr. Heilung haben wir noch zwei. The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Alter, das ist richtig geil gemacht. Oh, Money? Was hat sie da? Oh.
Soll ich mich heilen? Ich weiß es nicht. Wo ist sie? Ich sehe gar nichts. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, rest. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century, all for this day. Why? Geh mal weg mit dem Gelumpe da. Achso. Why do you interfere? Surely you have no need for this now. So close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! I will see my hopes for him. Hey, warte mal, so langsam geht mir ein bisschen die Munition aus. Scharfschützending habe ich noch. Ich habe nichts mehr zum Heilen, ne? Nein, das habe ich jetzt gebaut. Ich habe eine Mine gebaut, kann das sein? Warte mal, die Heilung. Noch nicht. Das Ding legen wir mal. Don't resist. Wretch! Why won't you die? Those four mutants, they could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. Oh. None shall interfere in my grand designs. This is how you end, Ethan Winters. To ensure I never see your face again. Hallo? Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! Oh, no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Yo, what the fuck?
keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Go, take us up now. Wait, where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No, we can't go, not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris? What have you done? He's gone! Right. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain, you need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ohne Scheiß, das Ende finde ich mega. Aber ja, warum zeigt er sein Gesicht nicht? Der war im 7. aber auch nicht, glaube ich. Du hast es immer noch aus der First Person gesehen. Na, ein bisschen. Naja. Aber richtig geil. Come on, das war ein geiles Ende, oder? Hätte ich nicht gedacht. Auch dieser ganze Twist, dass er eigentlich tot ist, so. Ist ein bisschen was von Sixth Sense tatsächlich. Richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Hat er erst gedacht, naja, so storymäßig okay. Auch dieses abgedreht, dass er seine Hand wieder dran setzt und so, aber das ist geil.
Wie gesagt, das soll ja der letzte Teil auch sein. Also es soll nur die zwei Teile mit ihm geben. Ich meine, jetzt ist klar, er ist tot, aber die jetzt auch schon wieder so Andeutungen gemacht haben. Aber vielleicht geht die Geschichte ja anders weiter dann. Wäre halt cool, wenn sie das so ein bisschen fortführen. In dem Stil auch. Ich mag das, diese First-Person-Geschichte und so. Finde ich richtig cool. Richtig geiles Spiel. Richtig geiles Spiel. Wie gesagt, nicht alle Kämpfe waren geil. Gerade auch der vorletzte jetzt hier mit dem komischen, mit dem Stein, mit der Keule da unten unter der Erde. Das war so ein bisschen, ja, bisschen lame, aber doch sonst eigentlich alle ganz cool. Ich hätte gern ein bisschen mehr von den jeweiligen Boss-Charakteren noch gesehen. Sie waren ein bisschen auch schnell verheizt. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber okay. Aber schön abwechslungsreich auch. Trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my tears. Ah, so gut. Vielleicht gibt's ja noch eine After-Credit-Scene. Mal gucken. Gucken wir noch ein Bierchen. Ich glaube, ich werde echt mal gucken, was man für Platin machen muss. Ob das viel ist. Ich meine, von der Spielzeit her dürfte es eigentlich gehen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, gut 10 Stunden gebraucht. Und jetzt weißt du ja im Prinzip, was du machen musst. Und ich hoffe wirklich, dass es DLC gibt. Beim Sina gab es ja auch DLC. Ich weiß nicht, ob der vorher angekündigt war schon. Der war sogar ganz gut. Obwohl, nee, stimmt ja. Ich habe nur einen gespielt. Ich könnte den zweiten mal noch spielen. In VR. Moment. Stunt-Doubles? Also Motion Capturing, oder was meint ihr damit? Stunt-Doubles im Spiel, das ist auch weird.
Guck mal gerade, ob schon jemand durchgespielt hat hier von meinen Leuten. Aus dem Forum ist scheinbar noch gar keiner durch. Na gut, die meisten haben ja heute erst angefangen. Ich vergesse das immer. Ich habe da schon ein bisschen eher spielen dürfen. Schau mal nachher einen Spoiler-Artikel. Ich finde es immer wieder krass, ne, wenn du das siehst, wie viele Leute an so einem Spiel arbeiten. Aha. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then you can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like it. I think it does. But hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? The day of all days.
We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. I need to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Okay. Die Geschichte des Vaters ist hier vorbei. Okay, das ist auch geil. Mal 9 Stunden knapp gebraucht. Neue Schwierigkeitsgrade. Brunischer Konzertart Modelle Herausforderung. Edge of Shadows. Mein Gott, was kostet denn alles? Wir haben folgende Herausforderung abgeschlossen. Keine Likes für Likens. 4 Grafen. Okay. Fuck, ich habe nicht alle Rätsel gemacht. Also alle Dingens. Labyrinthe. Als abgeschlossenes Spiel speichern beim Laden. Dann können wir ein neues Spiel starten. Ja, speichern. Und neu. Boni rein, oder? Boni Shop. Ah ja, genau. Der Mercenary-Modus. Ach, guck mal, das muss jemand kaufen. Ah, okay. Es gibt ein Laserschwert? What? Okay, unendliche Munition. Guck mal hier auch Ethan Winters ohne Kopf oder was? Hoffe ich jetzt mal. Nicht den. Wo kann ich den angucken? Hat er ernsthaft kein Gesicht oder was? Ach komm, das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch. Wenigstens hat er eine Stimmung, kann reden. Filme. Ach so, okay, das ist das Buch. Im Prinzip. Das, was man am Anfang gesehen hat, und jetzt der Teil noch mit dem Ende. Level Design, Entwicklung. Das gucke ich mir tatsächlich mal an. Ich mag sowas immer echt gerne. Haben wir noch? Concept Art. Ach so, die muss ich kaufen, oder was? Herausforderung. Überleben Sie den Lycan-Angriff. Was brauche ich denn noch? Bester Vater der Welt. Okay, Veteran. Dorf der Schatten. Ja, okay, das kann man tatsächlich noch ein paar Mal durchspielen. 150 Objekte herstellen, 300 Objekte herstellen, 15 Schlösser öffnen. Wilderer. Shit, ich habe mein Hähnchen nicht gekriegt. Gestörtes Örtchen. Kann man bitte die Produktion angucken? Was meinst du, Produktion? Oh Gott. Zerstören Sie in einem einzigen Spielauflauf jedes zerstörbare Fenster im Schloss.
Sind das gleichzeitig Trophäen? Dann wäre das ganz cool. Warte mal, ich gucke mir mal gerade die Trophies an. Wie gesagt, vielleicht spiele ich das tatsächlich nochmal auf. Warte, wo sehe ich das? Guck mal Trophäen nochmal nach. Hier einfach, ne? Das ist so mir leid. So. Not Lions for Lords, zack. Was war denn hier? Ja, okay, guck mal. Should. Ja, okay. 5 Dinger. Open the door. Ja, das ist mit dem. Ja, das sind die Toiletten. Break every window. Warte mal, das könnte tatsächlich sein, dass die das sind. Ganz kurz gucken. Fuck. Schießen sie in der. Ich hab nicht drauf geschossen, stimmt. Schießen 15 Orten Mineral. Abstand. Genau, guck mal hier, das war auch gerade. Stoßen sie im Story Modus einen Gegner weg, nachdem sie ihn geblockt haben. Okay, das ist aber eigentlich ganz gut. Setzen sie im Story Modus eine. What in Brand? Moroika. Schlagen Sie im Stormus einen Feuerpfeil mit einer Nahkampfwaffe aus der Luft. Ziehen Sie im Stormus den Warlock Alpha? Okay, ich kann den Dicken direkt am Anfang töten. Geil. Besiegen Sie 30 Lycans. Okay, das geht alles mit den Bonus-Sachen ganz gut, glaube ich. Besiegen Sie im Stormus 20 Gegner mit Angriffen. Besiegen Sie im Stormus 20 Gegner mit den Angriffen anderer Gegner. Habe ich schon viermal gemacht, scheinbar. Boni und dann bei Film unten die Funktion. Ja, können wir gleich gucken, Alter. Guck gerade nochmal die Dinger hier durch. Oh, das sind aber einige, ne? Warte mal, Lady Killer. Hat ja 5 Minuten gebraucht. Okay, das sind Timer. Alles klar. Fotomodus. Verfügen Sie im Story-Modus über exakt sie. Okay. Zum Hochzeitstag. Okay. Krass, ich habe 12 Dinger verpasst, ey. Okay. Müssen die alle mal. Ah, okay, ist schon ganz schön viel. 70 Herausforderungen. Erwerben Sie im Boni-Shop 200... Ach, im Boni-Shop, ich wollte gerade sagen, what? Aha. Ja, okay. Was hast du gesagt? Boni, Filme, das hier? Das oder das? Welches meinst du? Finden die überhaupt? Kann man das sehen? Also die Resident Evil Engine ist schon geil, muss ich echt sagen. Ich hoffe, die werden sie noch die nächsten Jahre ein bisschen ausbauen weiter und dann weiter verwenden. Also die hat schon auch die Gesichtsanimation, fand ich unglaublich gut. Nee, danke. Es wirkt alles so wie aus einem Guss, also es gefällt mir richtig gut.
die Zähne, ne? Richtig geil. Aber ich muss, ich hoffe, wie gesagt, ich weiß, ich hole mich, aber VR, bitte. Bitte, bitte, bitte. Da würde ich mich so freuen. Das gibt's ja auch auf dem PC, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch wie bei Alien Isolation einfach eine inoffizielle Umsetzung dann gibt. Und die von Alien Isolation soll ziemlich geil gewesen sein. Oh, er hier. Wenn ich den im Dorf besiege, meinst du, der kommt später dann nochmal? Ah, wahrscheinlich schon. Der wird dann wahrscheinlich abhauen oder so. Der wird nicht sterben da. Denke ich mal. Schon heftig, ne? Wie viele Arbeitsschritte das sind. Nur für so ein verkacktes Haus, wo du einmal durchrennst. Okay, kein Loot und weiter gehst. Das ist schon echt nicht schlecht. Das war der coolste Part. Schloss war auch nicht schlecht, aber... Diese verkackten Puppen, ey. Ach ja, das war sie. Okay, ich dachte gerade, hä? Hund. Oh, das war's. Ich hätte mir ein bisschen mehr Erzählung dazu gedacht. Mal gucken, ob hier was läuft. Ne, tatsächlich nicht. Der Twist ist einfach richtig gut. Komm ich nicht drüber weg. I don't understand why you are so... What the hell? Mia, get down! What the fuck? Sorry, Ethan. Das sieht so witzig aus irgendwie. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Aber krass, dass selbst der Spieler sozusagen Motion Capturing hat. Interessant. Von der hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Finde ich auch schade, dass die so kurz da war, nur. Boah, der Typ spielt echt den Spieler dann. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him, I won't let you down. To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. Furthermore, I can
can show you if you entrust the mortals. My daughter's life to live the finest cups of his sloth blood. He's away! Tony, shut the fuck up! You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Get ready. No! Wait! Man blood. Geil, dass wirklich gemacht ist, ne? Ingame voll krass, Produktion voll witzig, ja. Es stimmt. Oh, schade. Wir gucken uns das auch noch an hier. Ja, komm mal. Endlich mal ein bisschen Erklärung noch. まず怖さや緊張感が要求に達しているかの確認も行います。演出やゲームデザインを決めていく際には、非日常的なシチュエーションを没入感を持って体験してもらうために、丁寧な入り込みの演出や説得力のある空間設計を行うことを意識しています。ビレッジでクローした点としては、 ホラーという限られた枠組みの中で種類の違う体験を用意する必要があるところです。ビレッジに限らず、バイオハザードシリーズのレベルデザイン制作においては、怖いものにアンテナを張っていて、怖がらせることに対して引き出しが多いと思います。敵で驚かしたり、パズルでなるほどと思わせたり、様々な思考や感情を生み出すことが要求されます。 Also was? Dass in der Produktion so viel Arbeit steckt, die Grafik, die Textur und die Reflexion, die Schatten und am krassesten der Aufbau. Ja, das ist halt, ne, du siehst, also als Spieler siehst du das gar nicht. Das ist immer so. Vor allem, wenn ich mir denke, eben, du gehst irgendwo durch irgendwelche Häuser und guckst einfach nur Schublade, 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 Loot, Loot, Loot. Ja, okay, alles klar. Und du nimmst es eigentlich gar nicht wahr. Das habe ich schon so oft gedacht, wie viele Spiele es gibt, wo du durch irgendwelche Räume oder eben Gänge gehst, die halt übelst aufwendig gestaltet sind. Das habe ich mir damals für Rollenspielen immer schon gedacht, wo das immer krasser wurde. Du rennst da einfach nur durch und du siehst das vielleicht 10 Sekunden und wie viel Stunden an Arbeit da tatsächlich drin stecken. Das ist Wahnsinn, ey. Aber das sehen viele halt nicht. Also deswegen, also für mich auch für den Preis alles gut. Also habe ich kein Problem mit. Da gibt es andere Spiele, die ihren Preis vielleicht nicht ganz so wert sind. Der Stil davon war auch geil, von diesem Buch hier, was sie da gemacht haben.
Ja, DLC ist halt jetzt echt die Frage, ne? Wird's was mit der Tochter sein? Oder ist das vielleicht dann wirklich Teil 9, wo sie das wieder aufgreifen? Oder eben so ein bisschen Vorgeplänkel? Ja, aber es wäre schon geil, das stimmt. So ein Vordings in Village, wie das Ganze da passiert ist. Geil wäre dann natürlich, wenn du wieder so einen Twist einbauen willst, vielleicht wenn du so einen Dorfcharakter spielst, der der Sache so auf den Grund geht und am Ende wirst du vielleicht selber dann einer von denen. Sei es halt einer der Bosse, das wäre halt noch geiler. Weil die sind ja auch alle, mit denen ist ja auch rumexperimentiert worden und so. Das waren scheinbar normale Leute, oder? Jo. Okay, das waren alle. Mal ein bisschen was im Dings freischalten. Ich glaube, ich werde an der Stelle auch für heute Schluss machen, tatsächlich. Ich werde noch ein bisschen was mit meiner Freundin machen. Aber morgen werde ich wieder, entweder noch mal ein bisschen Resident Evil spielen oder Returnal. Das habe ich auch noch auf meiner Liste, weil das muss ich auch noch durchspielen. Und eben mit Warzone und so, können wir ja da mal gucken. Das wolltest du ja noch spielen. Ein Kumpel hat, glaube ich, auch gerade schon wieder geschrieben, dass er wahrscheinlich zocken will. Aber ja, ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und allen anderen natürlich auch, die es jetzt noch sehen, nachhinein gucken, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, am Wochenende ein bisschen Returnal, ein bisschen Resident Evil, ein bisschen Warzone etc. etc. Mach's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.